so, das muss in den Tee her. Der Tee wird nichts ohne den Beutel. Einen wunderschönen guten Tag hier im wunderschönen Mai in Berlin. Und wir sitzen hier, da hinten. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe auch extra rekurriert, dass es im Mai stattfinden wird, nämlich die Übergabe eines Seelenbildes. Und wir haben hier die Künstlerin, nämlich sitzen. Das ist die Sigrid Pohl. Ja, hallo. Genau. Jetzt schauen wir mal. Ich bin da sehr, sehr hoch erfreut. Wir haben zwei von den Bildern eingerahmt. Und das sind sogenannte Seelenbilder. Sigrid, ich meine, was bedeuten diese Bilder? Also diese Bilder male ich intuitiv für jemanden. Also dieses Bild hier entsteht, nachdem das große Bild entstanden ist. Genau. Ja. Und du nimmst ja da immer Farben und das sind ja Seelenbilder. Ja. Da ist dein Arm. Okay. Ja, also diese. Mir wurde gesagt, dass die Bilder, die ich male, Seelenbilder sind. In dem Moment, wo ich für jemanden male, werden in diese Bilder Codes eingespeichert. Diese Bilder sind hauptsächlich für Sternsarten. Gedacht. Ich kann natürlich auch für andere malen, aber Sternsarten sind Menschen, die aus unterschiedlichen Ebenen kommen. Da gibt es inzwischen, glaube ich, 5 bis 6 Ebenen, aus denen sie kommen, die vorher noch nie wirklich auf dieser Erde inkarniert waren oder zumindest nicht in dieser Form und mit einem Wissen kommen, dass unserem Wissen oder dass dem, was wir hier leben, nicht entspricht. Also es ist ein bisschen platter Vergleich, aber es wurde der Vergleich gestellt, das ist wie ein superschnelles Computerprogramm auf einem alten Computer. Und also wenn man sich das so vorstellt, der Computer muss dann dem Programm angepasst werden. Das heißt, Kinder, die als Sternsat auf die Welt kommen, haben eine etwas schwerere Aufgabe, ihren Körper wirklich gebrauchen zu können und sich in dem Körper wohlzufühlen, als Menschen, die schon öfter auf der Erde waren, weil die das schon mal gemacht haben, weil das schon in den Genen vorhanden ist. Und womit sie auch nicht so richtig zurechtkommen, ist unsere Gefühlswelt, weil das kennen sie so nicht. Also auf den höheren Ebenen manifestiert sich alles sofort, wenn es auch nur angedacht ist. Man kommuniziert telepathisch und es ist einfach nur, also eher so ein Gleichklang, also eher hauptsächlich was Freudiges und dieses mit gegeneinander kämpfen oder was wir hier so alles auf der Erde haben, das ist ihnen vollkommen unbekannt. Das ist eine große Herausforderung, das dann auch zu lernen. Und also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber nach meinem Gefühl ist es so, dass Menschen, die als Sternsat auf die Erde kommen, dass die auch in ihrem Horoskop oft keine Planeten im ersten Haus haben, weil es fehlt ihnen dann die Ich-Identifikation, weil sie sind ja immer ein Teil eines großen Ganzen. Und hier fühlen wir uns getrennt und sind das eben nicht mehr. Wir kommen zwar alle aus diesen Ebenen, aber wir haben halt auch Leben auf der Erde schon gelebt. Ich mache das so, dass ich als erstes diese feinen Spritzer auf dem Blatt verteile. Das sind dann Tuben, die schon ein bisschen leerer sind. Und da suche ich auch die Farben intuitiv aus. Und dann setze ich Punkte um diese Mitte und verteile das dann mit so einem Malmesser, nennt sich das. Und das, was dann an diesem Malmesser hängen bleibt, auf der Rück- und auf der Vorderseite, Oberseite, das wird dann auf weiteren Blättern verteilt. Je nachdem, wie viel das ist, können es auch mal 4 werden. Also 3 kleine und 1 großes.
Und was diese Bilder machen, ist einmal für Sternsarten, sie können sich über diese Bilder mit ihrer Herkunftsfamilie, also mit ihrem Heimatplaneten verbinden. Ja. Und sie bekommen über diese Codes Informationen und können dann auch etwas besser mit unserer Welt umgehen. Also sie können das leichter lernen. Und sie verändern auch in der Umgebung einiges. Mhm. Also sie haben große Auswirkungen. Ja. Also ich habe jetzt die Bilder ohne diese kleinen Bilder habe ich hier in den Läden verteilt, um hier ein bisschen so vielleicht auch die Sternsarten anzuziehen, damit die einen Weg finden, wo sie Unterstützung bekommen können. Und was Sternsarten brauchen, ist alles, was hochschwingend ist. Also das sind eben nicht nur die Bilder, nicht nur die Farben, sondern es gibt unterschiedlichste Menschen, die da Hilfe leisten können. Das ist Musik. Also es gibt ja auch viele Menschen, die schon Seelenmusik komponieren. Das ist auch Natur, in die Natur zu gehen. Hochschwingendes Essen, alles, was mit Energieheilung zu tun hat, ist für sie wichtig. Also alles, was so über die Hände übertragen wird, das hat alles Wirkung und erleichtert ihnen das Leben. Also sie fühlen sich oft hier total verloren und verlassen. Und es kommt nicht selten vor, dass sie dann auch Selbstmordgedanken haben, wenn es ihnen so ganz schlecht geht. Weil oft ist es ja auch so, dass sie dann in ihren Familien nicht verstanden werden. Wenn sie Glück haben, sind sie in der Familie, die sie verstehen, aber das ist halt nicht immer so. Und sie sind hier, weil gerade ein großer Wandel stattfindet und ihre Energie wird hier gebraucht und auch ihr Wissen. Es gibt in Russland eine Schule, die Tesco-Schule, da sind offensichtlich schon sehr viele von diesen Kindern, die lernen, indem sie selber lernen, indem sie sich gegenseitig unterrichten. Also es gibt da Kinder, die in einem Jahr den Lernstoff von 11 Jahren lernen. Und Kinder, die so mit 11, 12 Jahren schon ein Studium abgeleistet haben. Das geht vollkommen altersübergreifend, da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Wer was weiß, der lehrt das. Die anderen, sie arbeiten in Gruppen zusammen, sie organisieren sich selbst und sie haben auch das ganze Gelände und das Gebäude selber gestaltet. Und lernen auch alle handwerklichen Fähigkeiten, auch das ist da. Und es gibt sehr viel Musik, es gibt sehr viel Körperertüchtigung. Wenn man sich das anguckt, es ist also der Hintergrund ist, dass sie auch mit der russischen Seele verbunden werden. Also das wirkt sehr nationalistisch, aber im Prinzip sind diese ganzen Übungen, die sie machen, nicht dazu angedacht, dass sie zu Kämpfern werden, sondern dass sie wirklich, dass sie ihre Körper so gut wie möglich trainieren, um den Körper dem anzupassen, was sie mitbringen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen, für die Erklärenden. Und wir freuen uns sehr. Und wir hoffen, dass wir von Sigipol natürlich noch sehr, sehr viel mitbekommen. Und dass da noch sehr, sehr viele Bilder entstehen werden und Dokumente eigentlich. Ne? Also ich verkaufe sie jetzt für 150 Euro. Es gibt eine Freundin, Martina, die dann Botschaften vom Hohen Rat channelt. Aber irgendwie ist so im Hintergrund, die werden irgendwann mal 1000 von Euro wert sein. Und die Wirkung ist natürlich, je mehr man dafür gibt, desto intensiver ist auch die Wirkung. Also wenn man die nur geschenkt bekommt, hat das oft keine Wirkung. Das ist einfach in einem selber auch. Es geht darum, dass die Energie ausgeglichen sein muss. Ne? Ja. Wunderbar. In dem Sinne.